Soziale Netzwerke, Social Media ermöglichen effiziente Kommunikation. Warum ist das so? Eine Person, die daran teilnimmt, hat die Möglichkeit, ein ganzes Netzwerk gleichzeitig zu adressieren. Zudem hat sie sehr tiefe Schwellen, wenn es darum geht, die Produktion von Inhalten mit ihrem Konsum zu vermischen. Es ist enorm einfach geworden in den letzten Jahren, Kommentare abzugeben, Diskussionen im Netz zu führen, ja, ganze multimediale Inhalte zu erstellen, zu verbreiten, zu präsentieren. Das sind ideale Voraussetzungen für Lernprozesse nach dem konstruktivistischen und dem konnektivistischen Lernparadigma. Dabei geht man davon aus, dass im aktiven Umgang mit Inhalten es für Lernende möglich wird, eine eigene Sicht auf die Welt zu entwickeln und dass das nachhaltiges Lernen ist. Der konnektivistische Teil dabei ist, dass diese Sicht immer in Verbindung mit der Sicht anderer Lernender steht und ein Austausch, ein permanenter Austausch nötig ist. Konkret bedeutet das für Lernprozesse heute, dass Lernende in der Lage sind, Quellen zu konsultieren, die ihren Lehrpersonen unter Umständen nicht bekannt sind und daraus eigene Produkte zu konstruieren. Gleichzeitig tun sie das in permanentem Austausch mit anderen Lernenden, mit denen sie digital verbunden sind. Soziale Netzwerke sind heute deshalb besonders wichtig beim Lernen, weil sie es uns erlauben, eine Struktur in die fast unüberschaubare Vielfalt von Informationen zu bringen, die im Netz vorhanden sind. Weiß ich bei meinen Profilen, denen ich folge, welche Kenntnisse und welche Kompetenzen die Person, die dahinter steht, mitbringt, dann erlaubt das mir zu beurteilen, ob die Informationen, die sie weitergibt, für mich förderlich sind oder ob sie mich in die Irre führen oder gar täuschen könnten. Werden Informationen von Personen weitergegeben, gibt es jemand, der dafür einsteht, der sie für wichtig, der sie für bedeutsam hält, und das erlaubt mir gerade die entsprechende Orientierung zu finden in diesem Meer von Informationen. Gleichzeitig ist das Ablenkungspotenzial enorm hoch, weil der Informationsfluss immer an ein soziales Umfeld gekoppelt ist. Es ist schon genügend schwierig, eigenständig zu lernen, wenn die Versuchung da ist, eine Fernsehserie zu schauen oder einen interessanten Artikel in einem Magazin zu lesen. Wenn in sozialen Netzwerken ständig auch meine Freundinnen und Freunde präsent sind, dann muss ich die immer ausblenden und der Versuchung widerstehen, auch soziale Beziehungen aufrechtzuerhalten und zu pflegen. Wichtig ist es hier, mit den zur Verfügung stehenden technischen Mitteln zielorientiert umzugehen. Das heißt beispielsweise, sollten Benachrichtigungen komplett ausgeschaltet werden, wenn es darum geht, sich auf etwas zu konzentrieren. Diese Benachrichtigungen werden uns von Hard- und Softwareherstellern angeboten, damit ihre Produkte unsere Aufmerksamkeit bekommen und eben nicht das, was für uns entscheidend und wichtig ist. Wenn man hier lernt, kompetent mit den technischen Möglichkeiten umzugehen, und das liegt auch in der Verantwortung der Schule, dann kann Social Media für Lernende eine bewusste, auch temporäre Interaktion mit wichtigen Inhalten werden und eben nicht ein permanentes Dahinplätschern von halbwichtigen oder unwichtigen Informationen, die einen mehr oder weniger großen Unterhaltungswert aufweisen. In der beruflichen und privaten Kommunikation sind Social Media heute nicht mehr wegzudenken. Deshalb kann es sich die Schule schlicht nicht leisten, junge Menschen hier unvorbereitet zu entlassen. Sie müssen entsprechende Fähigkeiten haben, privat, gehaltvoll und sicher kommunizieren zu können und beruflich professionell auftreten zu können, wenn es um den Einsatz von sozialen Netzwerken geht. Das lernt man in der Schule nicht notwendigerweise dabei, dass schulische Kommunikation permanent und ausschließlich über Social Media erfolgt. Das ist weder sinnvoll noch notwendig. Doch projektweise muss die Praxis und gleichzeitig auch die Reflexion von Kommunikation in sozialen Netzwerken in der Schule gelernt werden.
Das kann nicht in einzelne Kurse ausgelagert werden, sondern muss in fast allen Fächern Teil der Kommunikation, der schulischen Kommunikation sein, als eine Art von Ergänzung. Die soll das Kerngeschäft nicht ersetzen oder sie soll es auch nicht gefährden, sondern sie soll den Schülerinnen und Schülern, die dafür interessiert sind, weitere Möglichkeiten bieten und denen, die keine Kenntnisse haben oder auch kein Interesse haben, einen Anstoß geben, sich mit dem Thema digitaler Kommunikation auseinanderzusetzen. Letztlich, das muss ich deshalb auch wiederholen, ist die Reflexion in der Schule aber der wichtigste Aspekt, weil das etwas ist, was im privaten Alltag nicht automatisch abläuft, wenn soziale Netzwerke eingesetzt werden. Verbote von Social Media scheinen gewisse Probleme zu lösen, während sie eigentlich diese Probleme einfach für die Dauer des Schulbesuchs unsichtbar machen. Probleme wie Cybermobbing, wie schlechter Schutz der Privatsphäre, wie Sexting, wie andere Gefahren, die auf Jugendliche lauern, mit denen sie selbst nicht umgehen können, die Probleme verschwinden nicht, wenn die Geräte oder die Plattformen an der Schule keine Rolle spielen. Vielmehr geht es darum, gerade auch sozial schlecht auf das Leben vorbereitete Jugendliche in der Schule so selbstständig zu machen, dass sie mit Gefahren im digitalen Raum souverän umgehen können. Die Schule ist ein sehr träges System und wird sich weniger schnell verändern können, als die Digitalisierung unsere Kommunikationspraktiken in den letzten Jahren gewandelt hat. Dennoch werden Social Media zunehmend wichtiger. Einerseits, weil Menschen kaum mehr ohne digitale Profile auskommen werden und diese mit sozialen Netzwerken pflegen. Andererseits, weil Messenger-Dienste die meisten Funktionen der persönlichen Kommunikation abdecken können und so Briefe und Telefongespräche zunehmend obsolet machen. Die Schule wird letztlich nicht darum herumkommen, auch für schulische, administrative Kommunikation geeignete Social-Media-Werkzeuge einzusetzen. Das sieht man heute schon daran, dass Jugendliche E-Mails immer weniger lesen und sich darauf verlassen, dass ihre Kolleginnen und Kollegen ihnen per WhatsApp mitteilen, was wirklich relevante Informationen sind. Um sie direkt erreichen zu können, müssen Lehrpersonen heute auch auf WhatsApp präsent sein. Dieses Müssen ist dabei durchaus zwiespältig zu verstehen. WhatsApp ist ein unsicheres System, das sich nicht notwendigerweise für die schulische Kommunikation eignet. Gleichzeitig gibt es keinen anderen Weg in diesem Dilemma, als sich direkt mit den Schülerinnen und Schülern auf WhatsApp auseinanderzusetzen, auch wenn die Bedingungen äußerst schlecht sind. Es ist also hier zu hoffen, dass es geeignete Lösungen geben wird, mit denen eine direkte, aber sichere und gehaltvolle Kommunikation mit Schülerinnen und zwischen Schülerinnen und Lehrpersonen möglich sein wird.